Auf der IWA hat Staatsminister des Inneren, Herrmann, eine Rede zur Eröffnung der IWA gehalten. Und dort hat er auch, so Berichten zufolge, angekündigt, an diesem Referentenentwurf wird wohl scheinbar nicht wirklich viel verändert werden. Ich bin ein bisschen angefressen, weil jetzt wachen erstmal wieder die IGs auf anscheinend und fangen jetzt erst an, mal wieder darum zu bitten, dass sich die Basis rührt. Das hätte schon viel früher passieren müssen. Seit Sommer ist bekannt, dass die Bundesregierung die Feuerwaffenrichtlinie 1:1 übernehmen will. Das hat der Herr Gebhardt bereits damals schon über den BDS bzw. FWR kommuniziert. So, hat die AfD, da kann man jetzt stehen zu dieser Partei, wie man will, eine kleine parlamentarische Anfrage an die Bundesregierung gestellt zum Thema Waffenrecht. Und ich möchte euch hier ein paar geistige Ergüsse unserer Bundesregierung daraus mal vorlesen. Es geht um die Feuerwaffenrichtlinie in dem Moment. Und zwar liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, welche in Deutschland legal erhältlichen halbautomatischen Feuerwaffen leicht im Sinne der Richtlinie in automatische, wir sprechen über vollautomatisch in dem Moment, umgebaut werden können. Antwort: Diese Frage ist nicht ohne weiteres zu beantworten, da die Richtlinie den Begriff leicht nicht näher definiert. Den restlichen Kram überspringe ich jetzt gerade mal, wir kommen dann direkt mal zur nächsten Frage. Wie viele Fälle solcher Umbauten sind nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen Jahren Polizei bekannt geworden? Antwort: Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, dass halbautomatische Feuerwaffen, die mit Magazinen einer Kapazität von mehr als 10 Patronen Langwaffen oder 20 Patronen Kurzwaffen im Kriminalitätsgeschehen statistisch überrepräsentiert sind? Antwort: Der Bundesregierung liegen keine diesbezüglichen Erkenntnisse vor. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, dass es in Deutschland infolge der bisherigen waffenrechtlichen Definition des Begriffs wesentlicher Bestandteil einer Schusswaffe und damit einhergehenden freien Verfügbarkeit nicht wesentlicher Waffenteile zu einer Förderung krimineller Handlungen gekommen ist? Antwort: Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Liegen der Bundesregierung Informationen darüber vor, ob und in welchem Umfang es in der Vergangenheit zu Vorfällen mit legal besessenen Schusswaffen gekommen ist, bei denen eine engmaschigere Prüfung der Eignung des Erlaubnisinhabers aus medizinischer oder psychologischer Sicht einen Missbrauch von Schusswaffen verhindert hätte? Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen und millionenfachen Verfügbarkeit der nun betroffenen Magazine die vorgenannte Neuregelung einen Sicherheitsgewinn bewirken wird? Und falls ja, weshalb? Große Magazine ermöglichen eine schnelle Schussabgabe ohne Unterbrechung durch Nachladen oder Magazinwechsel. Bla bla bla. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, in welchem Umfang es in den vergangenen Jahren zum Missbrauch von Waffen der Kategorie A, insbesondere vollautomatischen Waffen, gekommen ist, die sich im Besitz von Sammlern und Museen befunden haben? Antwort: Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Hat die Bundesregierung Informationen darüber, in welchem Umfang es in der Vergangenheit zur missbräuchlichen Verwendung legal erworbener Schusswaffen gekommen ist, bei denen Magazine oberhalb der in Artikel 5 Absatz 3 der Feuerwaffenrichtlinie genannten Kapazitätsgrenzen eingesetzt wurden und diese Verwendung einen bestimmenden Einfluss auf das Tatbild genommen hat? Antwort: Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Liegen der Bundesregierung Informationen darüber vor, dass es infolge der bislang in Deutschland völlig freien Verfügbarkeit sämtlicher Magazine für Schusswaffen zu einer missbräuchlichen Verwendung von Magazinen oberhalb der Kapazitätsgrenze gekommen ist? Jetzt dürft ihr raten, wie die Antwort lautet. Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Diese kleine Anfrage kreucht schon und fleucht schon seit Monaten. Genutzt von der Waffenlobby wird sie aber nicht. Oder nicht merklich? Die Bundesregierung, wie auch die Europäische Kommission, hat gelogen, hat betrogen, dass sich die gottverdammten Balken biegen, um diese unsägliche EU-Feuerwaffenrichtlinie durchzuboxen. Unsere Interessensgemeinschaften, ich bin echt angepisst, ihr merkt das langsam. Unsere Interessensgemeinschaften gehen immer noch ihrem alten Schemata nach.
Wir warten mal, bis was Offizielles kommt. Ey, verdammt nochmal, wie lange sollen wir denn noch warten, Leute? Das kann doch langsam nicht mehr wahr sein. Jahr um Jahr, wenn eine Scheißverschärfung des Waffenrechts angesetzt wurde, heißt es immer wieder, wir warten mal ab, was da kommt. Ey, Leute, wir haben keine Scheißzeit mehr zum Warten. Was ist mit euch los? Was stimmt mit euch nicht? Kriegt ihr den Politikern so dermaßen in die Rosette rein, dass ihr nicht mehr wisst, was hier Sache ist? Wir sind die Basis. Wir sind diejenigen, die zu informieren sind. Wir sind diejenigen, die mobilisiert gehören. Und ihr tut es nicht. Ihr wartet immer bis kurz vor Potschluss. Bis kurz, bevor es zu spät ist. Bevor das Kind nicht nur in den Brunnen gefallen ist, sondern es ist schon ersoffen und quillt schon wieder an der Oberfläche. Und ihr rafft es nicht. Ihr rafft es vorne und hinten anscheinend nicht. Und ihr wundert euch, warum sich hier nichts bewegt. Ich bin angepisst, und zwar vom Feinsten. Denn die Lobbyarbeit besteht nicht nur aus euch Interessensgemeinschaften. Sie besteht auch aus uns, der Basis. Sie besteht aus auch denjenigen, die sich hier vor eine Kamera stellen und Videos erstellen. Und diese Videos gehören verteilt, insbesondere dann, wenn es um waffenrechtliche Themen geht, die uns alle letzten Endes betreffen. Aber ihr verteilt die Videos nicht anscheinend. Ihr benutzt sie nicht. Ihr mobilisiert damit die Leute nicht. Ihr informiert die Leute damit nicht. Und immer dann, wenn dann gerade irgendetwas passiert, dann kommt ihr wieder raus. Dann wacht ihr auf und dann, oh, wir müssen jetzt mal Briefe schreiben. Ey Leute, der Zug ist abgefahren, ganz ehrlich. Was wollt ihr denn jetzt noch tun? Erklärt es mir. Erklärt es mir wirklich. Weil ich verstehe es echt nicht mehr. Auf der IWA wurde eine Gelbwesten-Demo angesetzt. Ja, aber warum denn nicht, wo der Herrmann gesprochen hat, Leute? Da muss es passieren. Und nicht am Sonntag, am vorletzten Tag, wo die Politelite nicht da ist. Das heißt, diese Aktion, so gut sie gemeint war, verpufft. Leute, das ist keine Lobbyarbeit, was da gemacht wird. Ganz ehrlich. Kommt, wacht endlich auf. IGs, ihr seid kein Verband. Ihr habt nicht die politische Neutralität in der Satzung stehen. Wacht endlich auf und werdet verdammt nochmal ungemütlich. Werdet laut, mobilisiert die Leute und nutzt die Informationsquellen und Medien, die hier zur Verfügung gestellt werden. Euch müssen diese Videos nicht gefallen, aber verdammt nochmal, verteilt sie. Nur dann haben wir eine Möglichkeit, die Leute flächendeckend zu informieren. Es sei denn, ihr wollt das nicht.